Nun zu der traditionell chinesischen Medizin, die Energie des Qi. Also die traditionell chinesische Medizin geht auf eine sehr lange und historische Geschichte zurück und sie sagt aus, dass jedes Symptom als logisches Erlebnis einer bestimmten Organerkrankung gesehen werden kann und es wird meist durch ein bestimmtes Verhalten verursacht. Denn hierbei hängt Geist, Seele und Organe sehr nahe zusammen und es werden Muster erkannt, die mit den bestimmten Organen zusammenhängen und die traditionelle chinesische Medizin zeigt Wege, wie diese Muster durch Behandlungen und Verhaltensveränderungen behoben werden können. Und sehr häufig lässt sich die TCM in drei Säulen aufteilen oder zusammenfassen, und zwar zum einen die Bewegungskoordinationsübungen, Ernährung, Massage, Akupunktur und Arzneimittel. Vielleicht haben ja einige von euch schon Erfahrung mit der TCM und auch der Akupunktur. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in den Kommentaren oder auch im Forum darüber austauschen können. Und manchmal sind es nicht nur fünf Säulen, sondern sogar sieben, mit der Anlehnung an die sieben Stufen des Heilens, und zwar der Meditation, Atmung, Ernährung, Bewegung, Massage, Bäder, Akupunktur und Chirurgie. Und es ist sehr wichtig, dass der Geist ist das Wichtigste für den eigentlichen Heilungsprozess. Das heißt, in der traditionellen chinesischen Medizin wird ein sehr großer Fokus auf die mentale Gesundheit, auf den Geist gelegt und nicht nur auf die, ja, anderen Aspekte, wie häufig in der normalen Schulmedizin. Und das, die Lebensenergie Qi ist die Basis der TCM und es ist die Energie, die das Leben schafft und erhält. Es durchströmt den Kosmos und fließt durch das eigene Netz im Körper. Das heißt, man kann sich das als Energie vorstellen, welche in einem Fluss durch den ganzen Körper fließt und uns gesund, innen und energetisch und ausgeglichen macht. Es ist die Grundlage für Gesundheit sowie Langlebigkeit und es wird durch den Yin und Yang reguliert, was ich gleich erklären werde. Und Alltagsaktivitäten sollte man den Qi-Zyklus anpassen, um Gesundheit und Vitalität zu gewinnen und noch mehr steigern zu können. Dann zum Yin und Yang. Und das ist eine Dualität, die ein harmonisches Ganzes bildet, das die Grundlage der chinesischen Philosophie und Medizin sind diese beiden und alles besteht aus zwei voneinander abhängigen und sich ständig wandelnden Energien und das sind diese beiden und es ist sehr wichtig, dass diese in Einklang sind und man versucht, eine Balance zwischen beiden herzustellen und zwar alle 24 Stunden geht der Yang, also Tag und Licht, in den zyklischen Fluss in Yin, Nacht und Dunkelheit über. Die Grundlage für das Verstehen von Gesundheit und Diagnose ist das Verstehen des Yin und Yangs und dessen Energieflusses. Und Unausgeglichenheiten verursachen Beschwerden und Krankheiten. Und das Grundziel der traditionell chinesischen Medizin ist es, ein Gleichgewicht zwischen Yin und Yang herzustellen. Gesundheit und Wohlbefinden ist der Naturzustand des Körpers. Die inneren Heilkräfte müssen und sollen aktiviert werden. Das ist einer der Grundsätze der traditionell chinesischen Medizin, auf welches diese einen sehr großen Fokus legt. Es ist wichtig, mit der richtigen Lebensweise die Selbstheilkräfte zu aktivieren, sowie einer der ältesten Medizin, also wie ich bereits zuvor schon erwähnt habe, ist es einer der ältesten Medizinsysteme, aber diese zählt nicht nur auf die Behandlung ab, sondern natürlich auch auf die Prävention, was sehr wichtig ist und was wir natürlich alle erreichen wollen. Und es ist immer besser, schon vorzusorgen, bevor es dann zu spät ist, sondern die Krankheit behandeln zu müssen. Und die Lebensweise sollte sein, dass dies Yin und Yang ausbalanciert ist und das Qi aufbaut und zu allen Organen fließen kann und es zu allen Organen fließen lässt. Dann ist man, kann man eine Gesundheit und eine gute Lebensweise führen. Und der Glaubensansatz bei der traditionellen chinesischen Medizin ist, dass die Organe Protagonisten sind. Und wenn man sich um seine Organe kümmert, nehmen die Beschwerden ab und die Gesundheit und das Wohlbefinden kann dadurch ansteigen. Und die TCM zielt darauf ab, Lebensstilerkrankungen im Krankheitsverlauf, also wie ich bereits gerade erwähnt habe, vor allem im Vorbeginn, also im Beginn zu stoppen, bevor es dann zu ernst oder zu spät wird und man dann die Krankheit behandeln muss. Also wie bereits erwähnt, Prävention ist sehr viel besser wie Behandlung im Endeffekt dann oder Nachbehandlung. Und es gibt keine Trennung zwischen Körper, Geist und Seele in der traditionellen chinesischen Medizin. Alles wird als ganze Einheit betrachtet und Organe haben verschiedene Rollen und haben auch dementsprechend verschiedene Namen. Nun zu den Namen
der Organe und ihren Rollen. Also der Dickdarm wird als der Reiniger bezeichnet, der Magen als der Friedensstifter, die Milz, der Baumeister, das Herz, der Kaiser, der Dünndarm, der Richter, die Blase, der Pfarrer, die Niere, der Pumpenspieler, das Perikard, der Leibwächter, der dreifache Erwärmer, der Fährmann, Gallenblase, der Trainer, die Leber ist der General und Lunge ist der Ritter. Also ich finde es sehr spannend, die Namen, und wenn man darüber liest und sich weiß, wieso sie so benannt worden sind, macht es auf jeden Fall auch sehr viel Sinn, die Namensgebung.